in der Startaufstellung. Genau das sollte James Thompson realisieren. Und Gabriel Tarquini schnappt sich die Spitze vor James Thompson und Fabrice Walfisch. Felipe Massa liegt an der vierten Position vor Fabrizio Giovanardi. Nicola Larini nur neunter. Massa nutzt die Strecke sehr, sehr weiträumig aus und bringt dabei nahe seinen Teamkollegen in heftige Bedrängnis. Tarquini allerdings obsiegt vor James Thompson und Fabrizio Giovanardi. Sehr gutes Teamwork bei der Honda-Mannschaft lässt Gabriel Tarquini noch einmal näher an die Tabellenspitze heranrücken. Im zweiten Lauf die Onboard-Kamera von Gabriel Tarquini. Sie zeigt uns Fabrizio Giovanardi und Gabriel Tarquini, der vorbeigeht an Felipe Massa. Jetzt schnappt er sich auch die Nummer 1 mit einem kleinen Schubser. Damit ist Gabriel Tarquini der neue Spitzenreiter. James Thompson geht an Nicola Larini vorbei und holt sich damit die vierte Stelle. Und mit dem Sieg von Gabriel Tarquini schmilzt der Tabellenführervorsprung des Fabrizio Giovanardi weiter zusammen. Tarquini liegt jetzt in der zweiten Position punktgleich mit Nicola Larini, 16 Zähler hinter der Spitze. Ich habe Gott sei